Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Part von Need for Speed Pro Street. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich endlich hier Getriebeart hier auf manuell umgestellt bei Speed Challenge. Wir werden das auch direkt jetzt mal ausprobieren, wenn wir als nächstes jetzt hier... Oh, nee, falsch, Renn-Events gehen und dann Topspeed-Lauf. Da bin ich mal gespannt, ob das was wirklich bringt. Und komm, wir fahren diesmal wieder mit der Viper. Wir sind im letzten Part ja mit dem R34 hier gefahren. Jetzt probieren wir mal die Viper einmal aus. Also schön alle Autos mal einmal ausprobieren. 513 PS hat die Viper. Also ich glaube auch ein bisschen mehr als der R34. Also da hatten wir ja nur 480 PS. Also nur in Anführungszeichen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier zurechtkomme mit Manuellschaltung. Weil das ist hier total komisch. Also ich schalte mit dem rechten Analogstick hoch oder runter. Und das... kenne ich so eigentlich bei keinen anderen Spielen. Ach, wir müssen auch schön hier hochschalten. Stimmt, das habe ich glatt vergessen. Ich glaube, sobald die Zahl grün leuchtet, müssen wir hochschalten. Dann wird man halt wie bei Drag-Rennen halt perfekt hochschalten. Ich nehme jetzt schon... Ach Mist, vergesse hochzuschalten. Das ist ja prima. Ah, okay. Wir sind auf Platz 5 und die anderen haben schon hier den anderen Kontrollpunkt erwischt. Deswegen waren wir jetzt noch... Soweit. Nein! Egal. Aber wir sind jetzt auf Platz 4 aktuell. Also es geht richtig schnell hier. Schön im fünften Gang bleiben auch. Okay. Wir sind auch. Oh, wir sind auch jetzt nicht so weit entfernt von dem Erstplatzierten. Wir haben noch eine Nitroflasche übrig. Ich hoffe, dass wir noch vielleicht irgendwie Windschatten hier kriegen. Da vorne ist jemand. Also ich glaube, da ist jemand. Ja, genau. Oh, der ist aber gerade eben aufgeploppt erst. So, und. Ja, dann nutzen wir auch jetzt Nitro. Boah, 300. Jawohl, wir sind auf Platz 1. Wie habe ich jawohl gesagt? Oha, wir fahren jetzt fast 400 km/h. Ich bleibe jetzt schön im fünften Gang. Also die ganze Zeit im fünften Gang bleiben. Und wir haben sogar gewonnen. Also vielen, vielen, vielen Dank, PW, für den Tipp, dass man hier schön manuell fahren soll. Also ich bleibe jetzt die ganze Zeit im fünften Gang. Eigentlich hat der Wagen ja 6 Gänge, aber der fünfte Gang ist ja sowas von overpowered hier. Jawohl, gut, dann machen wir das nächste Event. Komm, Grip. Da fahren wir jetzt mit dem R34. Ein weiteres neues Fahrzeug, glaube ich. Oder? Sind wir schon mit dem R34 auch Grip-Rennen gefahren? Ich glaube noch nicht, ne? 428 PS hat der Wagen. Also, ich glaube, die Viper ist das bessere Fahrzeug für Speed Challenges. Und ich glaube, wir können uns eine Viper, also wir müssen ein Fahrzeug für die Speed Challenge aussuchen. Dann werde ich definitiv auch die Viper nehmen, weil ich glaube, die Viper ist schon halt schneller. So, und hier, genau, hier fahren wir schön Automatik auch. Jetzt haben wir hier schön auch ein Markenrennen, wo sich alle Autos, wo einfach alle Autos identisch aussehen. Also das finde ich ein bisschen blöd, dass hier alle die exakt selbe Lackierung auch haben. Wir haben 8-mal hier dieses Fahrzeug identisch nachgebaut. Ein bisschen too much, finde ich. Gut, dann fahren wir jetzt einfach hinterher, beziehungsweise ich möchte jetzt nicht hinterher fahren. Ist mir jetzt auch egal, dass wir leichten Schaden haben. Wir müssen ja nichts zahlen, deswegen kann ich hier auch ruhig ein bisschen randalieren im Rennen. Ein bisschen Wreckfest zocken auch. Ich möchte aber ungern eigentlich hinterher fahren, weil die KI, die bremst ab und zu mal einfach komisch. Ne? Also wenn ich direkt hinter der KI fahre, dann bremst die KI. Macht Brake-Testing, nennt man das ja auch. Also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Aber ja, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit herfahren, sonst mache ich noch mehr Schaden. Und ich denke auch an die Promoter. Ich möchte nicht, dass die umsonst hier Geld ausgeben, obwohl, ach, keine Ahnung. Ist mir eigentlich alles egal hier. So, komm, schönen Windschatten nehmen hier. Ja, der Wagen schafft schon hier locker 340 Kamera. Was war gerade mit der Kamera los? Warum war die jetzt gerade eben so komisch? Keine Ahnung. So. Und ach, nur 2 Runden fahren wir hier. Das ist ein relativ kurzes Rennen, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die erste Runde war. Aber irgendwie gefühlt unter einer Minute. Also ich habe eigentlich gedacht, wir fahren jetzt hier 3 Runden. So, und jetzt haben wir auch sogar noch einen Vorsprung rausgefahren. Jetzt einfach so weiterfahren. Ich finde aber, vom Design her sieht der Wagen echt cool aus. Also mir gefällt auch natürlich die Farbe. Ja, oh, shit, 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 shit. Nein! Oh, wie kann ich rückwärts fahren? Nein. Oh, können wir nochmal neu starten? Ich habe mich zu früh gefreut. Nee, ich starte noch nicht. Ich starte jetzt nicht nochmal neu. Niemals aufgeben. Obwohl, ja, scheiße. Wir fahren jetzt nur noch geradeaus. Aber komm. Ich mache jetzt hier Profi-Modus aktiviere ich. Das heißt, ich bei
bei Grid 2008 war das so, da konnte man ja den Profi-Modus aktivieren und man konnte die Rennen-Events dann nicht mehr neu starten. Und das gleiche mache ich jetzt auch hier. Mein Gott, Epic Fail sah ich da nur. Nur Siebter geworden. Ja, trotzdem. Also wir sollten eigentlich weiterhin noch den Renntag dominieren. Ich meine, wir haben den Rekord auch hier um 38 Sekunden unterboten. Auch ein Witz hier. Die Rekorde sind wirklich ein Witz eigentlich. Genau. So, wir haben noch zwei Events. Komm, machen wir nochmal Driften. Weil Driften habe ich das Gefühl, dass ich da ein bisschen mehr struggle. Und ich glaube, das ist bestimmt für das Let's Play ein bisschen interessanter, wenn ich dann hier struggle. So, eine neue Rennstrecke. Also auch eine, also auch Autobahnring. Aber ich kenne die Umgebung hier jetzt von Autobahnring nicht. Ja, die Strecke sieht interessant aus. Oh, haha, ja. Eine richtige Driftstrecke. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier Automatik, manuell Getriebe auch viel was ausmachen. Ne? Mein Gott, scheiße. Oha, ja. Ich touchiere jedes Mal die schöne Wand hier. Aus Plastik. Okay, jetzt habe ich aber langsam den Dreh hoffentlich raus. Langer Drift, ja, das stimmt. Wir sollten auch eigentlich einen Driftbonus kriegen, auf der Strecke geblieben, weil man kann ja eigentlich nicht off-track fahren. Also zumindest sehe ich ja kein off-track. Nee, letzter. Hundertprozentig letzter. Aber oh, der letzte Drift war richtig gut. Kriegen wir nochmal einen Bonus für langer Drift? Okay, der letzte Drift hat sich gut angefühlt. Oh, 2500. Also wir müssten 900 Punkte sammeln, aber wir haben ja im letzten Part gesehen, ich kann schon 1000 Punkte rausfahren. Und der Anfang war miserabel eigentlich. Miserabel. Miserable. So, let's go. Man kann übrigens keine Allradfahrzeuge als Driftfahrzeuge umbauen. Das geht nicht. Komm, ich möchte jetzt endlich mal richtig driften, ey. Meine Güte. Gut so. Ja, also auf jeden Fall einen besseren Anfang als noch beim ersten Versuch. Vielleicht muss ich hier auch mal Nitro nehmen. Komm, ich nutze mal Nitro. Ja, keine Ahnung, hat jetzt nicht so viel gebracht eigentlich. Wir können ruhig die Begrenzung mal schön touchieren. So, ich nutze auch mal hier Nitro jetzt. Nitro trifft! Endlich! Endlich mal einen blöden Nitro trifft hier hinbekommen. Okay, wir haben uns leicht verbessert. Aber nur um 100 Punkte. Bin ich Letzter? Ja, ich bin Letzter. Wow! Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, wie ich jetzt hier abschneide. Siebter und Letzter. Also Siebter folgendem Event. Siebter geworden und hier vielleicht sogar bleibe ich auch Siebter. Ich nutze jetzt hier am Anfang direkt schon Nitro. Ah, haben jetzt schon auch schon Nitro-Drifte bekommen. Mein Gott, fahre ich kacke gerade. Hallo? Nee. Also ich glaube, das ist mit Abstand der schlechteste Beginn hier in diesem Let's Play. Ah, fuck, ey. Nee. Ich möchte mindestens Siebter werden jetzt, bitte. Nicht Letzter, weil Letzter ist halt Skandal. Fast schon. Oh mein Gott, fahre ich schlecht gerade. Puh. Ja, und ich habe nicht mal hier einen Bonus bekommen für einen langen Drift. Nee, auch den Versuch können wir vergessen, ey. Ja, hier komme ich einigermaßen gut zurecht auch. Oh, schlecht. Letzter. Ja, und der Moderator natürlich lästert über mich, ey, das ist ja klar. Ist ja so typisch, wir müssen jedes Event hier gewinnen. Aber trotzdem haben wir hier das Event dominiert, wo wir halt hier Letzter wurden am Ende, ne? Also erfolgreich. Nein! Ah, doch! Ich habe versehentlich jetzt die Viper genommen, aber ich wollte sowieso die Viper nehmen. Weil die Viper ist halt ein cooles Fahrzeug. Gut, wir haben neue Events jetzt freigeschaltet. Gucken wir uns mal kurz die Events an. Tokyo Dockard, Willow Strings. Ich werde sowieso alle fahren. Infineon! Oha, geil. Neue Strecke. Wir werden, wir kennen die Strecke ja natürlich von Gran Turismo. So. Charger, Silvia und, ja, G35. Ach Mist, ich wollte, ja, habe ich wieder voll vergessen. Ich wollte unsere Silvia ein bisschen aufmotzen. Scheiße. Ja, werde ich dann im nächsten Part machen. Das ist ein Running Gag. Ich vergesse andauernd, unsere Silvia ein bisschen aufzutunen. Ich erinnere mich an die ersten Male, als ich
So, schön, dass wir Infineon auch mal sehen. Ich wusste gar nicht, dass die Strecke hier auch im Spiel existiert. Also ich finde die Strecke cool. Fahre sowohl in Gran Turismo als auch in Forza gerne diese Strecke. Und ich bin mal gespannt, wie Infineon Raceway hier ist. Hier heißt die Strecke übrigens auch Infineon. Also anscheinend war noch Infineon Sponsor noch da gewesen 2007. Und heutzutage heißt die Strecke ja Sonoma. Schön, die Strecke auch mal zu sehen. Cool, cool, cool. Ein bisschen Abwechslung hat das Spiel doch also, ne? Also wundert mich, dass wir noch weiterhin neue Strecken sehen. Ja, sieht nach Infineon aus. Auch wirklich Infineon, weil Infineon in Gran Turismo war viel zu grün. Und hier sind wir in der Wüste. Oh, also die Strecke ist aber richtig steil hier. Also die Strecke ist definitiv nicht laser gescannt. Weil sowohl Forza als auch Gran Turismo, die haben die Strecke halt gescannt. Und hier sieht die Strecke halt nicht nach Laserscan aus, ne? Wir fahren hier die Straßenkursvariante. Also wir kürzen hier einen Großteil der Strecke ab. Aber ansonsten sieht die Strecke eigentlich auch ziemlich schick aus. Oh, die Gegner sehen auch cool aus hier. Also dieser Evo sieht deutlich aufgemotzter aus als unser Evo. Also wir sind halt ein Sleeper und da war gerade eben Ryzen unterwegs. So, ich mache hier einmal bitte durch. Ja, also Infineon, ich erkenne schon die Strecke, aber trotzdem sieht Infineon hier halt deutlich anders aus als die anderen bei anderen Rennspielen. So, genau, das ist jetzt hier Gruppe A, also die langsamere Gruppe. Wir sind in unserer Gruppe aktuell auf Platz 1, sehr nice. Und wir sehen auch, glaube ich, zum ersten Mal einen Porsche. Ja, Porsche, komm in die Gruppe. Also ich habe jetzt in diesem Let's Play noch keinen Porsche gesehen. Auch was Neues, also heute entdecken wir so viele neue Sachen. Krass. Ja, ich finde unser Wagen, der fährt sich hier sehr angenehm. Auch hier, auf dieser Strecke. Also es lag wirklich an dieser eine irische Strecke. Da kam ich mit dem Wagen einfach überhaupt nicht zurecht. Wegen der Strecke wahrscheinlich. Weil hier... Ja, okay, jetzt habe ich die Kurve hier verpasst. Ich kann aber hier auch ein bisschen ruhig abkürzen. Wir kriegen ja keine Abkürzungsstrafe. Zwar fahren wir hier legale Rennen, aber anscheinend sind hier die Regeln egal. Ja? Und vielleicht sind die legalen Rennen hier auch bei Hochspeed sogar gefährlicher als illegale Rennen. Obwohl bei illegalen Rennen, also Straßenrennen, ist ja auch allgemein keine Regeln. Also genauso gefährlich wie illegale Rennen vielleicht, nur halt ohne Verkehr hier. Keine Ahnung. Ah, wir fahren nur zwei Runden. Ich finde auch von der Rennlänge her sind die Rennen hier echt ordentlich. Also finde ich ganz gut, dass wir hier so zwei oder drei Runden Rennen fahren. Weil ich mag eigentlich so lange Rennen nicht, also so unnötig, so 10 Minuten lang. Wenn ein Rennen 10 Minuten lang ist, dann finde ich das eigentlich ein bisschen unnötig. Aber da Pro Speed ja ein Arcade-Racer ist, finde ich die Längen hier, die Rennlängen eigentlich angenehm. Trotzdem finde ich das vielleicht ganz cool, wenn man bestimmen kann, wie lange Rennen dauern sollte. Das hat ja Forza Motorsport 7 ja gemacht. Da konnte man ja bestimmen, wie schnell die Rennen sein sollen. Und boah, Sektor-Shootout werde ich erst zum Schluss machen. Ganz ehrlich, Sektor-Shootout, ich bin überhaupt kein Fan davon. Also, die Kategorie finde ich echt bäh. So, aber hier werden wir höchstwahrscheinlich wieder dominieren. Oh, unser Wagen sieht aber wirklich aus wie ein Dragster jetzt. Aber auch der Gegner hier, auch ein interessantes Fahrzeug, gehört ja zu Riot's Crew auch. Apex, ne, heißen die. So, jetzt aber. Ich darf den jetzt da nicht unterschätzen. Vielleicht fährt er richtig schnell. Also, so, maximalen Grip erstmal. Das ist schon mal gut. Ah, Mist. Keinen perfekten Start erwischt. Wir fahren Viertelmeile, ne? Also, das heißt, ja, genau, wir fahren Viertelmeile. Und wir haben mit Abstand, glaube ich, das erste Track-Rennen gewonnen hier. Mit 2 Sekunden wieder mal. Sehr cool. Oh, da war der Zweitplatzierte. Der ist jetzt nicht weit weg, aber wir sollten trotzdem das Event, das Track-Rennen hier gewinnen. Recht entspannt, glaube ich. Oh, Civic kenne ich ja irgendwoher. Ich glaube, der war ja irgendwie anfangs Tutorial-Gegner. Und ich glaube, der hat aber den Wagen richtig aufgemotzt jetzt. Aber Civic ist ja eigentlich kein typisches Track-Fahrzeug, ne? Ich glaube, der Wagen hat auch bestimmt hier Fronttrieb. Und Fronttrieb ist ja beim Start halt langsamer als mit dem Hecktriebler. Ah, nur gut geschaltet am Ende. Aber trotzdem sollten wir unseren Rekord hier knacken. Ja, um 2 Zehntel haben wir unseren Rekord geknackt.
Wir sind schon mal unter 8 Sekunden gefahren, ein Autobahnring. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das geschafft habe. Ich glaube, das liegt aber wahrscheinlich an der Strecke. Autobahnring. Da hat man irgendwie, glaube ich, mehr Grip oder so. Oder die Strecke, die geht runter oder so. Und deswegen sind wir da schneller. Also unter 8 Sekunden werde ich hier definitiv nicht schaffen. Wenn ich halt eine richtig tiefe Achterzeit fahre, dann bin ich halt schon eigentlich zufrieden. So. Und jetzt mich alles perfekt machen hier. Come on. Ah, shit. Okay. Also der Start wird total verhaut. Und ja, dementsprechend haben wir auch unser Rekord nicht geknackt. Und wie sieht's aus? Oh, ach, der Zweitplatzierte, der nur eine halbe Sekunde Vorsprung. Also langsam werden die Gegner auch hier im Dragrennen schneller. Und vielleicht müssen wir dann unsere Karre noch ein bisschen aufmotzen. Also eventuell möchte ich hier bei der Karre noch ein bisschen was mit dem Design hier aufmotzen. Der sieht halt zu schlicht aus vielleicht. Stufe 2 Nitro-Paket für ein Evo. Ich glaube, Stufe 2 haben wir schon. So, und warum ist die Framerate hier so schlecht? Das ist erst seit heute so. Komm, machen wir wieder Driften, ey. Ah, Driften habe ich ein bisschen Schiss. Und vielleicht, wenn wir mit dem Drift-Event fertig sind, dann haben wir vielleicht auch das Event dominiert. Das habe ich jetzt wirklich nicht vergessen. Schön hier den Wagen nochmal ein bisschen aufmotzen, die Silber. Ich habe jetzt nicht auf das Geld geachtet, aber wir haben jetzt, glaube ich, 300.000 Credits. So, hier driften, bin ich mal gespannt, ob wir zurechtkommen hier. So, immer schön die Handbremse nutzen. Ah, jetzt habe ich zu viel Handbremse benutzt. Aber wir sind noch auf der Strecke geblieben. Ja, sehr schlecht. Und ich habe ja kein Nitro hier. Scheiße. So, müssen wir jetzt mal auf die Kurve hier aufpassen. Ja, ich glaube, über der sehr langgezogene Rechtskurve, da können wir richtig viele Punkte gut machen. Aber da muss ich auch den Drift auch richtig treffen. Ah ja, hier habe ich schon gute Punkte gesammelt. Ist halt echt blöd, dass ich hier nicht sehe am Anfang, wie viele Punkte die Gegner hier haben. Langer Driftbonus, sehr gut. Auf der Strecke geblieben und Alter, 3200 Punkte. Das sollte, glaube ich, für Platz 1 reichen, oder? Oh, aber zwar habe ich einen ordentlichen Vorsprung mit 500 Punkten, aber trotzdem darf ich mich noch nicht ausruhen. Ich habe hier bei meinem ersten Versuch den am Anfang relativ verkackt. Da kann ich noch locker bestimmt so 300, 400 Punkte rausholen. Und die Sophia, hallo nochmal, Sophia. Du bleibst jetzt hier hoffentlich, ne? So. Also nochmal hier. Die Kurve. Muss mal besser nehmen hier. Ja, jetzt habe ich auch deutlich mehr Schwung. Auch. Ah, ich kriege leider keinen Bonus hier für langer Drift oder so. Ah, ich bin aber noch auf der Strecke geblieben eigentlich. Ich war noch auf der Strecke, also sollte ich eigentlich noch den Streckenbonus kriegen. Ja, immer schön hier die Handbremse nutzen. Jetzt bin ich aber nicht auf der Strecke, scheiße. Höchstgeschwindigkeit Drift. Ah, jetzt habe ich leider nicht so viel Winkel. Aber trotzdem, jawohl. 4000? Ah, leider nicht. Vielleicht kriegen wir auch ein Achievement, dass wir hier 4000 Punkte oder so gesammelt haben. Oder 5000 Punkte auch. Das wäre ein Traum. Also jetzt, bis jetzt ist es jetzt der zweite Part hier, den ich in dieser Aufnahmesession aufnehme. Und bis jetzt habe ich noch keinen Unfall gebaut. Also beziehungsweise muss ich nichts für Schaden reparieren. Aber ich darf mich das nicht zu früh freuen. Das wird bestimmt jetzt passieren. In diesem Versuch werde ich mich bestimmt auch richtig überschlagen dann gleich. So. Sobald wir hier einmal überschlagen. Ah, jetzt habe ich die Kurve deutlich besser getroffen. Also das ist jetzt mit Abstand der beste Versuch aktuell. Langer Drift, sehr nice. Ah, jetzt bin ich nicht mehr auf der Strecke geblieben. Ist. Kriegen wir auf jeden Fall 200 Punkte nicht. So, und. Ey, komm, die sollen jetzt langsam auch Punkte hier kriegen für langer Drift, weil das war ein extrem langer Drift sogar gewesen. 4000 Punkte, ich glaube, neuer Rekord, so gut waren wir noch nie. Also vielleicht brauchen wir die Silver sogar nicht zu tunen, wer weiß. Gut. Na komm, wir schaffen noch heute ein Event. Es sei denn, wir haben jetzt dominiert, aber wir haben dominiert. 16.000 Credits. Und hier, Reifenpaket Stufe 4. Oh, ich glaube, das ist neu. Stufe 4 haben wir noch, glaube ich, gar nicht.
Nein, ich wollte nicht hier bleiben. Und wir haben 370.000 Credits. Also komm, wir können glaube ich, ruhig jetzt auch ein bisschen Geld ausgeben. Also, ne, wie gesagt, mir wurde so häufig gesagt, ich soll Geld sparen. Aber wir haben jetzt 370.000 Credits. Deswegen werde ich jetzt mal ein kleines bisschen hier unser Wagen aufmotzen. Also gehen wir zur Garage. Und ich werde die Silvia nur ein bisschen tunen, ne? Also jetzt nicht extrem viel dazu bauen. Also Spezial-Upgrade, Motor. Wir haben Stufe 1, Stufe 2 haben wir hier installiert, okay. Ja, Stufe 3 ist ein bisschen zu viel. Also wir werden auf jeden Fall hier Reifen Stufe 4 einbauen dann, ne? Installieren, Mate. Oha, jetzt driftet der Wagen vielleicht noch besser. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht war das jetzt eine schlechte Entscheidung gewesen. Ja, Lachgas brauchen wir auf jeden Fall. Ach so, wir haben es gekauft, aber wir haben es nicht installiert. Deswegen haben wir kein Nitro. Und wisst ihr was? Eigentlich brauchen wir nur Stufe 1 wahrscheinlich. Also schön Nitro noch. Was können wir noch hier einbauen? Bremsen brauchen wir gar nicht zum Driften. Fahrwerk vielleicht. Vielleicht haben wir noch Stufe 2 Fahrwerk oder so. Komm, Stufe 3 Fahrwerk. So. Ah, komm, wir machen doch etwas mit Motortuning hier, aber das ist ein bisschen zu viel jetzt. Ne? Können wir Turbo einbauen hier? Antrieb? Bringt nur ein bisschen Leistung, aber nur ein bisschen. Weil wir haben hier kein Turbo oder sowas ähnliches. Ne? Also ich glaube, Turbo gehört hier mit zum Motor wahrscheinlich, deswegen. Und das bringt auch nicht so viel. Also irgendwie sehr komisch. Ach, hier Aufladung. Mein Gott, ich bin blind. Genau, dann werden wir noch hier irgendeine Stufe 2 kaufen, also Stufe 2 Turbo. Und jetzt sollte der Wagen eigentlich schnell genug sein, hoffentlich. Blaupause aktualisieren, genau. Und ansonsten, ja, sind die Karten... Oh, die Viper sieht nice aus. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich alles, ne? Gut, dann werden wir das nächste Event mal starten. Komm, wir bleiben jetzt hier oben. Mondello ist jetzt nicht so meine Lieblingsstrecke. Chicago macht aber mehr Spaß. Also fahren wir erstmal Chicago. So, Evo natürlich. Charger. Silvia auf jeden Fall jetzt. Und G35. Oh, ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen hier. Von Facebook, ey. Ich nutze kaum Facebook. Und jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen hier. Übrigens, so also als Fun Fact, ich nehme gerade am 21. März auf und ich habe heute Geburtstag. Ich glaube, der Part sollte am einen Mittwoch erscheinen, so am 24. oder so, oder am 23. Keine Ahnung. Ja, ich nehme an meinen Geburtstag ein bisschen auf. Ich feiere auch meine Geburtstage auch gar nicht. Ne? Also Geburtstage, keine Ahnung. Das letzte Mal, dass ich Geburtstag gefeiert habe, das ist schon ultra lange her. Also vor 15 Jahren oder so, als ich 12 oder 13 war. Da habe ich mit meinen zwei besten Kumpels, meinen Geburtstag gefeiert. Einen von den beiden Kumpel, mit denen habe ich bis heute noch Kontakt, aber mit den anderen Kumpel, mit denen habe ich jetzt schon seit Jahren keinen Kontakt mehr. Das ist immer halt traurig, ne? Damals als Kind, vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder so, hattest du mit einem Kumpel, warst du richtig gut befreundet und heute hast du mit diesem Kumpel kaum Kontakt mehr. Wir haben uns irgendwie nicht zerstritten, sondern wir haben einfach keinen Kontakt mehr, keine Ahnung, ist einfach so... Hat sich so ergeben, dass wir halt nicht miteinander schreiben. Ist schon irgendwie traurig ein bisschen, aber ist halt, glaube ich, fast schon normal. Also bestimmt bei euch auch viele Freunde von damals, vor 10 Jahren oder so, mit denen habt ihr auch wahrscheinlich keinen Kontakt mehr. Es ist sogar mal ein paar Mal so bei mir passiert, dass ich auf der Straße vielleicht so einige Leute sehe, die ich halt von damals kenne, mit denen ich damals auch halt was unternommen habe. Ich sehe auch die auf der Straße. Aber wir begrüßen uns nicht mal. Wir tun so, als würden wir uns irgendwie nicht kennen oder so. Das ist bei mir auch leider ein paar Mal passiert. Vielleicht wollten die mit mir keinen Kontakt mehr haben. Keine Ahnung. Und ich habe einen leichten Schaden. Nein. Oh, aber die Gegner sind halt ganz schön schnell jetzt gerade. Ne? Also, ich muss schon hier halt ein bisschen pushen. Oh, das ist ein richtiger Sleeper hier da vorne. Ohne Spoiler, ohne nix. Ich glaube, nicht mal das Karosserietuning hat der Wagen. Ein richtiger Sleeper. Auch unser Wagen ist eigentlich schon fast ein Sleeper, weil dieser Audi TT war ja noch krasser Sleeper drauf, ne? So. Also, bei dem Wagen ist das Coole, die können hier richtig gut rausbeschleunigen. Also, aus einer langsamen Kurve rausbeschleunigen, das sieht hier mit dem Wagen ziemlich gut. Oh, der... was war das denn gerade bei mir? Ich wollte nach links lenken. Ich hatte ein anderes Layout gerade im Kopf gehabt, weil da konnte man auch, glaube ich, nach links fahren bei dem Layout. Was ich gerade im Kopf hatte und
fast hätte ich da wieder so einen blöden Unfall gebaut, wie am Anfang. Also der Anfang war wirklich schlecht in diesem Part, ey. Da war ich einmal Siebter, also Vorletzter und einmal Letzter gewesen. Aber trotzdem haben wir dann den Renntag dominiert. Also man kann hier, glaube ich, die Renntage schon recht entspannt dominieren. Man muss halt nicht... Ich glaube, man kann auch einen Renntag dominieren, wenn man die ganze Zeit nur Dritter wird oder so, gefühlt. Also so schwer ist das jetzt nicht. So, und... wo ist der Speedbreaker eigentlich? Also bei so ganz langsamen Kurven wäre der Speedbreaker halt mega praktisch. Heißt doch Speedbreaker, ne? Bei Mos 1 und Carbon meine ich jetzt, ne? Wenn du zum Beispiel halt eine Kurve verpasst hast, kannst du auch schön Speedbreaker nutzen und dann läuft alles in Zeitlupenmodus wie bei GTA 5, wenn du Franklin fährst. Der hat ja die Spezialfähigkeit. Wenn du mit dem Auto fährst, kannst du ja die Zeit halt, beziehungsweise nicht langsamern, sondern die Umgebung wird langsamer, du bewegst dich aber normal und kannst dann halt besser reagieren, besser lenken oder so weiter, ne? So, ich werde noch hier einmal den Wagen noch reparieren. Ich hoffe, wir müssen nicht irgendwie 5000 zahlen. Der sieht aber wirklich traurig aus, unser Evo hier. So, reparieren. Wie viel zahlen müssen wir? Oh, das geht ja voll. Gut, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.